Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hausflipper. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Es geht weiter. Wir wollen... Moment. 91% in der letzten... Nur? Okay. Zwischen Momentum mit Dr. Richard has your living house only two rooms. Okay, split in zwei Räume, also in zwei Räume aufteilen. Mittel... Oh, wir sollen eine Wand bauen. Okay, sehr nice. Wir sollen mal ein Bett bauen. Das ist natürlich cool. Ja, warum ich ein Spiel spiele, was ausschließlich Englisch ist und wo ich die Sprache nicht allmächtig bin, wurde gefragt. Interessant. Aber ich lasse das jetzt einfach unkommentiert. So. Okay, den Schrank sollen wir auf jeden Fall wegräumen. Blaze Furniture, Single Bed Crew, Babybett. Okay, das Babybett soll weg. Schön. So. Moment. Singlebett. Gibt es echt ein Bett, was so heißt? Ja. Okay. Cool. Okay, ich würde sagen, das stellen wir einfach hier hin. Okay. Und jetzt Wall. Das ist die Frage. Die Wall soll wahrscheinlich genau... Ja, alles klar. Build Wall, Build Upper Wall. Build Wall. Ach du grüne Neune. Okay, jetzt haben wir hier schon mal eine Wand... Okay, 15 Wände sollen wir bauen. Wir haben jetzt schon 2000 verdient. Wow. Na, das lohnt sich aber mal richtig. Wir sollten, glaube ich, hier in dem Maurerberuf weitermachen. Wieso haben wir jetzt schon so viel Geld verdient? Das ist ja der Hit. Ich glaube, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir sollten... Nee, wir sollten keine Tür reinmachen und nix. Hab den Text nicht ganz durchgelesen gehabt, aber wir bauen erstmal unsere 15 Wände und dann sind wir sowieso hinten angekommen. Das heißt, wir brauchen gar keine Tür. Außerdem sind wir ja schon bei 83%. Das geht sogar aus. Wir kriegen über 3000 für den Auftrag. Das ist ja hardcore. Vor allen Dingen, das ist wirklich mal ein nicer Auftrag. Also so kann es laufen, ne? Okay. Okay, passt perfekt. Super. Nur gut, dass wir diese vorgefertigten Wände haben, die so perfekt ineinander passen. Okay. Schön. Schön, die Wand zwar noch verputzt und gestrichen, aber jedem wie es ihm gefällt. So. Einmal komplett. Das war wirklich mal schlecht, leicht verdientes Geld. Das muss ich jetzt wirklich mal zugeben. So, das heißt, wir sind schon bei 11.800. Wir brauchen gar nicht mehr so lange, bis wir uns das andere Haus kaufen können hier für 17.000. Wir können ja spaßeshalber nochmal in den Pro... Nee. Ist unser Haus, das was wir gekauft haben, ist einfach weg. Es ist weg. Das wird unser Ziel hier. Okay. So viel fehlt uns nicht mehr. Und wir haben einen neuen Auftrag. So, hello, I bought a pick house to refresh. Please show all trash and clean up. Two right bedrooms should be painted like blue because both my doctor loves this color. I need to have 7 radiator models as way as possible. Okay. Wir sollen ein bisschen was malern. Wir sollen aufräumen und sauber machen. Wieder mal. Okay, hier haben wir schon mal das eine Badezimmer. Wir sammeln erstmal den ganzen Müll auf, oder? Ha? Das ist immer gut. Erstmal den ganzen Müll aufsammeln. Mal gucken, was wir dann schon verdient haben. So. Das ist das andere Badezimmer. Okay, hier haben wir auch noch eine ganze Menge Müll. Können wir natürlich auch noch aufsammeln. Guck mal, wir haben schon 7%. Das ist cool, aber das ist halt auch das, was am schnellsten geht. Das ist das Problem an der Sache. Hier waren wir. Scheiße, ist das groß.
Okay, dann wäre die Frage, ob wir die ganzen Radiatoren erst hinmachen. Ne, machen wir natürlich nicht. Wir streichen erst, ne? Wir malern erst, bevor die ganzen Radiatoren hinkommen. Oh, eine schöne kleine Küche. Aber sehr modern, ne? Gefällt mir. Sieht gut aus. Okay, hier ist noch ein Schlafzimmer. So, jetzt haben wir jetzt schon 1000 Dollar verdient. Ja, wie geil ist das denn bitte? So, okay, Bedroom, Radiator, Clean Dirt. Okay, das heißt, wir wischen hier erstmal fertig komplett. So, gut, dass wir das alles schon geskillt haben. Clean Dirt, 80%. Irgendwo hier, ach da. 90%, irgendwo ist noch ein kleiner Rest. Das mal weg hier. 90%. Das war's. 100%. So, Radiator. Einmal. Okay. Erstmal den Rücklauf anschließen. So. Zwei Muttern. Schön festdrehen, ne? Röhrig, das reißt ab. Okay. Was? Bedroom? Ach so, ja, den Bedroom soll man Light Blue streichen. Okay. Colors, Paints, Light Blue. Bye. Okay, ab geht die Luzi. Dann würde ich sagen, warten wir gar nicht lang und ballern hier gleich los. So, wir kriegen immer ungefähr 4 oder 5 kriegen wir, glaube ich, raus. Wenn wir uns anstrengen, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tatsache, ey. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2, 3, 4. Zack, 5 und ja. So, hier die Wand müssen wir natürlich auch noch streichen. Und 1, 2. Wir haben aber auch schon wieder fast 2000 Dollar verdient, ne? Würde ich nochmal anmerken. Man kann natürlich, ich glaube fast, man könnte hier einen Trick anwenden. Also es kommt immer darauf an, wie man das Ganze spielen will. Wenn man schnelle Kohle machen will, wenn man ein Haus haben will, was man renovieren will und das dann verkaufen, quasi schnelle Kohle, dann denke ich, lohnt es sich, die Aufträge nicht fertig zu machen und quasi so viel wie es geht an Streicharbeiten, also an Painting-Arbeiten wegzulassen. Weil, ich glaube, das sind die aufwendigsten und man kriegt am wenigsten Geld dafür. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sich wirklich lohnt. Bisher das mal aufräumen, den ganzen Dirt wegmacht, die Radiatoren dran macht und so weiter. Und fertig ist. So. So. Zack. Also, ist jetzt nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht genau. So, unsere Farbe ist gleich alle. Kann ich hier nicht aufs Bett? Ernsthaft jetzt. Okay, dann streichen wir erstmal die drei Wände hier. Dann die große. Schon mal am Hüpfen gestrichen? Also ich kann das ja. So. Okay, Farbe alle. Light Blue. Und noch einmal. Und einmal auffüllen und dann geht's hier weiter. Wir können natürlich auch das Bett wegstellen, da wird man vielleicht rankommen. Aber wenn es so geht, warum nicht? So, ganz wichtig auch, meine Lieben. Wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, und das wollt ihr vielleicht, dann lasst das Däumchen da. Bewertet das Video, das ist wichtig. Dann sehe ich nämlich, dass es euch weiterhin gefällt, dass ihr noch mehr sehen wollt. Denn das Spiel ist eigentlich ganz cool. Ich finde es ganz nice. So, und wir haben den ersten Raum schon wieder fast fertig gestrichen und haben schon wieder 2600 Dollar verdient. Ist der Hammer, ey. Und zack, 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 zack. Okay, einmal noch ein Tunken.
Fertig. Ah, wir haben es verkaufen, tun nicht. Okay, dann hat sich das erstmal erledigt hier. Was steht in der Küche an? Remove Trash und Clean Dirt. Okay, easy. Dann machen wir das erstmal, beziehungsweise, ja, dann machen wir erstmal die Küche statt, klar, hier. So, hier erstmal alles. Wischi, 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 wischi. Was habe ich hier? So, okay. Und weiter geht's. Wischi, 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 wischi. Clean Dirt, 81%. So. Die Stühle noch dreckig. Hier oben die Decke ist aber noch dreckig. 94% und fertig. Mount Devices. Other Rooms. Okay. Küche fertig. So. Hier sollen wir auch den Dirt ein bisschen aufräumen. Zack, die Bohne. Okay, dann gehen wir hier erstmal ins Bad. So, Tür zu. Ich brauche nämlich meine Ruhe beim Putzen. Hallo? So. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Perks. 78 mal sauber machen noch. Dann 78 solche Teile noch sauber machen hier, beziehungsweise solche Felder reinigen. Dann kriegen wir wieder ein neues Upgrade, was wir einsetzen können natürlich. So. Okay, 64% haben wir schon. Wir sind auch erst bei... Wir sind auch erst bei 48... oh, die Dusche sieht aber ganz schön schlimm aus. Oh, hier der Fußboden ist noch ganz dreckig. Der war auch noch ein bisschen dreckig. Und guck mal hier die Tür, die war auch noch ganz dreckig. Okay, der Raum ist fertig. Radiator. Kein Problem. Radiator. Das ist eine meiner leichtesten Übungen. Und was wollen Sie noch? Ah, Toilette. Okay. Super, Radiator passt. Und Bath. Toilette. Natürlich eine Toilette. Einmal. Dann. Schräubchen, den Spülkasten, das Innenleben des Spülkastens, den Deckel und fertig. So, dieser Raum ist auch fertig. $3200 schon verdient. So, was haben wir hier? Clean Dirt und ein Radiator. Na dann, easy. Okay, mich ärgert das so sehr, dass uns dieses erste Haus einfach durch die Lappen gegangen ist. Wisst ihr das? Das ist mega... Mega, mega blöd. Okay, 88%. So, die Fensterbank noch. Radiator. Einmal. So, ich glaube, wir waren jetzt bei 3400 und sind bei 55% Fertigstellung. Ab 65% können wir, meine Lieben, den Auftrag beenden. Der Raum ist... War der jetzt fertig? Ja. Okay. Den Dreck können wir noch wegmachen. Den Dreck können wir noch wegmachen. So, gleich mal hier die Diele sauber machen, ne? Wichtig. Okay, hier hinten ist noch was. So, Diele sauber. Dann gehen wir mal in den nächsten Raum. Da waren wir gerade. Wollen wir in den großen hier gehen? Was müssen wir denn hier machen? Ja, sauber machen und Radiator. Das klingt doch gut. Leicht verdientes Geld. Okay. Couch hier einmal abschrubbeln. Grüne Neune, ey. Was ist denn hier nur los? Die Leute hausen teilweise, das ist der Hammer, ey. So, das haben wir auch alles. Hier in der Couch liegt der Dreck, ey. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. So. Okay. Hier zieht sich auch keiner mehr die Schuhe aus. So, Radiator. Der war da hinten, das habe ich doch gesehen.
Ups. So, dann müssen wir die Couch mal kurz wegrutschen. So. Schön, 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 schön. 4000, ey. Das ist wirklich nice. So, und hier schrubbeln wir natürlich auch. 64. Oh, wir können den Auftrag beenden. Das ist natürlich die Frage. Ne, wir brauchen. Wie viel brauchen wir? Oh, wir hatten, glaube ich, 11.000. 11,8 oder so. Und 17 irgendwas kostet das Haus. Ich bin mir nicht mehr sicher. 17,5 oder so kostet das Haus. Das ist natürlich die Frage, ne? Das ist natürlich die Frage. Weiß ich noch nicht so richtig, wie wir es machen, wenn ich ehrlich bin. Wollen wir den Auftrag dann gut sein lassen hier? Soll ich euch was sagen? Jetzt gebe ich jetzt mal offen und ehrlich zu. Ich hasse dieses Streichen. Ich mag das nicht. Ich hasse dieses Streichen und dieses Bad hier soll gestrichen werden. Ach nee. Nee, soll gar nicht gestrichen werden. Ich dachte eigentlich, die Bäder sollen gestrichen werden. Okay, vielleicht sollen wir gar nicht mehr malen. Natürlich nicht mehr malen sollen. So, Brett ran. Hier ordentlich putzen. Da muss doch mal ein Wasserrohrbruch oben gewesen sein. Sonst wäre das doch nie so dreckig. Das kann mir doch keiner erzählen. So. Hier noch alles abschrubbeln. So. Okay. Alles abgeschrubbelt. Radiator, der darf im Bad nicht fehlen. Also, ganz ehrlich, es gibt nichts Schlimmeres wie ein kaltes Bad. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Also wirklich mit Abstand das Schlimmste, was es gibt. Wenn man im Bad frieren muss, oh, ist eine Katastrophe. Ich meine, umso geiler ist es, wenn man sich in die Badewanne legt, ne? Aber trotzdem, ich finde das Katastrophe. Ups. So, eine Toilette. Wollen Sie noch? Also das wird ja ein schönes Häuschen. Ey, das ist alles sauber. Wir haben die Grundreinigung gemacht. Wir haben neue Toiletten installiert. Wir haben neue Heizkörper dran gemacht. Wir haben den ganzen Dreck weggemacht. Das finde ich schon nicht schlecht. So, okay, wir sollen hier auch nicht wir sollen hier auch nicht streichen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich befreit. Und wir haben jetzt schon fast 5000 verdient. Also, super Auftrag. Super guter Auftrag. Von der Zeit her super. Vom Einkommen her super. Also, alles super. Okay. Ich wollte da so ein. Okay. Aber wir haben trotzdem erst 78%. Nein, guck mal. Ach nein, wir sollen hier doch malern. Ach Mann. Minimaler. Ist nur noch das Malern? Na gut. Weil ihr seid, mache ich das jetzt noch. Oder? Sagt ihr mal ganz ehrlich, hättet ihr das Malern jetzt sehen wollen oder eher nicht? Wäre es euch egal gewesen, sagen wir es mal so. Das würde mich mal interessieren. Wäre es euch Wurst gewesen? 1, 2, 3, 4, 5. Und tschi tschi. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So, wir meinen natürlich hier schön rundherum, ist ganz klar, ne? Wird nicht erst abgebaut hier, die Schrankwand weggestellt. Soll doch eine Überraschung werden, wenn man die dann irgendwann mal raustut. Und dann so ein weißer Schrankwandabdruck dahinter ist. Das wäre doch cool. Würde man sich doch freuen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Die Malerfirma da gehabt, den Schrank weggetan und dann bam, dahinter ist alles noch die alte Farbe. Weil sie drumherum gemalt haben. Ich könnte euch jetzt eine True Story erzählen, was ein Kumpel von mir mal gemacht hat. Aber das ist zu hart eigentlich.
Der, ich erzähl's euch trotzdem. Der sollte bei seiner Mom ein Zimmer malern, ne? Und naja, er hat halt gesagt, mit Zähneknirschen, er macht's halt, war halt auch nicht begeistert. Und da stand auch ein Schrank drinne. Und das Lustige ist, der Schrank war schon sehr alt und der sollte da auch noch lange stehen bleiben. Deswegen hat sie gesagt, ja, war das so? Warte mal. Deswegen hat sie gesagt, ja, du kannst drum rummalern, glaube ich, ja, um den Schrank. Jetzt kommt aber das Geile an der Sache. Oder der Schrank war einfach zu schwer, den hat man nicht weggekriegt. Deswegen haben sie drum rumgemalert, abgeklippt und rumgemalert. Ich glaube, irgend sowas war. Jetzt kommt aber das Finale, Leute. Auf dem Schrank oben drauf stand ein Karton. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, was er gemacht hat. Da stand ein leerer Karton, ist kein Scheiß. Und er hat um den leeren Karton drumherum gemalert. Das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, sowas. Okay, aber das war echt krass. Das war echt krass. Okay, ja, das ist die kleine Story. Aber wir sind ja auch gleich fertig. Deswegen möchte ich euch nochmal daran erinnern, wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, Leute, dann haut das Däumchen raus. Haut das Däumchen raus. Schalalala. So, 65. Das heißt, wir brauchen noch 7 Stück. 7 so eine Stückchen. Moment. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 1 fehlt. Ich lach mich kaputt. Hey, 100%. Wir haben 100%. Enter. Yes, Baby. Complete. Okay. So, und wie viel Kohle haben wir? 17.700. Das heißt, wir können uns das Haus kaufen. Aber das kann ich euch gleich sagen, das machen wir diesmal in der nächsten Folge. So, ich will nochmal ganz kurz gucken. 7.500 und wir haben 7.700. Das heißt, wir können es uns wirklich leisten. Ich freue mich riesig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst das Däumchen da. Schaut morgen wieder rein und euch ein wunderschönes Wochenende. Nicht vergessen, heute Abend Livestream circa 19:30 Uhr auf Twitch. Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, euer Manus. Tschüss.